So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand Showdown, wieder mit Skull an meiner Seite. Und wohin Hallöchen. Gehen wir? Ah, jetzt gehen wir geradeaus einfach, oder? Warte, welches Gebiet sind wir denn überhaupt? Wir sind Spinne. Ach, so ein Dreck aber. Das haben wir nicht aufgepasst. Also wieder Stufe 1 Charaktere. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, dass wir da... War eine sehr spannende Folge. Oh shit, ja, komm. Was soll man machen, ehrlich? Achso, ja, stimmt. Ist ja geil. Oh, die Reichweite ist extrem gut. Also kann man echt gut die Dinge abwehren. Das ist gut. Sehr gut. Genau, wer die letzte Folge gesehen hat, das war sehr spannend eigentlich. Aber leider haben wir uns ja unsere Jäger verloren. Dann haben wir noch eine Runde gemacht, die war dann relativ kacke. Deswegen seht ihr die nie. Und jetzt haben wir... Lol, das sind gleich zwei so fette. Und ja, da müssen wir vielleicht irgendwie... Ach, ich weiß auch einfach nicht. Einfach durchlaufen, ne? Oder... Ah, oh, fucking hell. Vielleicht rechts bisschen vorbei. Ja. Ja, und die letzte Runde von uns seht ihr nicht, weil die war echt kacke, die laden wir nicht hoch. Und jetzt haben wir halt wieder Stufe 1 Charaktere. Vor scheißen Dreck. Ich sehe sie nicht. Hast du sie? Ja, du hast sie. Oder? Ja, hast sie, alles gut. Oh, aber die Martini Henry lädt schnell nach. So, ich hol's schnell. Oh, wir sind bei der Spinne drin übrigens. Oh. Nee. Hab ich doch gerade eben gesagt vorhin. Hörst du mir etwa nicht zu? Ja, hin und wieder schon. Oh. Hm? Hinter dir. Gott, zack. Wenn man einmal mit diesem schnellen Angriff anfängt, hört er nicht mehr auf. Ja, deswegen nehme ich trotzdem gerne Schlagring doch her. So, next. Ja, ich weiß nicht, sollen wir raus aus dem Gebiet gehen? Ich weiß nicht. Sollen wir jetzt in Richtung 90 gehen? Oder, ja, können wir machen. Oder magst du... Ja, können wir machen. Müssen wir ja fast. Machen. Oder magst du jetzt... oder 30? Warte, ne, 30... Ja, 30 ist wahrscheinlich immer noch spinnend, aber... Über 30 können wir vielleicht besser ins andere Gebiet vordringen. Ja gut. Aber letztes Mal hat es ja ganz gut funktioniert gegen die Spinne, aber da habe ich halt gute Waffen gehabt. Und wir waren gleich von Anfang an da und du hattest Schrotflinte, glaube ich, oder? Nee, ich hatte Kettenpistole mit Fächern. Achso, ja, das ist ja fast das gleiche. Ich habe nur so das Gefühl, dass uns bald andere Spieler begegnen, weil die Spinne doch sehr klein ist und das ist das Fort und das sind so oft Spieler. Ja. Erstmal ein bisschen abchecken, ob ich hier zufällig wen rum. Oh. Okay, rechts. Schon mal Schüsse. Sollen wir reingehen? Wollen wir da hingehen? Ja, zu gut, den Schüssen. Zu den Schüssen nicht, aber ins Fort rein, ha? Wenn wir vielleicht den Hinweis holen. Boah, oder die Schüsse. Aber ich glaube, diesen Scheiß-Sumpf und so, da sieht man gar nichts. Aber wenn wir hier bleiben, vielleicht können wir die irgendwie, wenn sie rüberrennen. Wir sind, glaube ich, bei der Spinne. Oh ja. Stimmt, ja. Dann hole ich schon den Hinweis. Ja, warum haben wir wieder zwei Hinweise? Ne? Oder geh halt kurz rein, dann dürfte doch auch lang, oder? Mist. Wo ist denn das schon wieder? Ach, jetzt haben wir alle. Gut, passt. Ja, jetzt können wir entweder uns irgendwo draußen verbarrikadieren, weil da können wir besser kämpfen wie drin, glaube ich. Oder wenn sie hier reinkommen, einfach mal zustechen, dann sind sie tot. So zumachen und dann, wenn sie reinkommen... Boah, ich aber generell haben wir hier die Arschkarte drin, das stimmt schon. Ja, voll. Vor allem, wenn die mit Schrotflinte da sind. Ja. Ich dachte, lieber rausgehen. Irgendwie. Ja. So auf die Mauer oder so und dann könnten wir uns da gut... Weil die kommen gleich hierher. Das weiß ich. Ich meine, die Schüsse waren ja so nah. Ich gehe hier nach oben gleich. Oh Gott. Was, nach oben? Hier, oh, komm, hallo, ich bin hinter dir. Was, hinten?
Ich gehe jetzt die Mauer hoch. Ja. Die Schie. Wat? Ah! Oh. Das wäre so geil, wenn ich von hier kann man jetzt. Hier kann man nicht. Kann man jetzt nicht runterschauen, was? Fuck! Oh Mann. Oh, gefährlich. Jo. Gefährlich, gefährlich. Warte, ich versuche mal die andere Seite abzuaimen. Oh, ich weiß auch gar nicht, ob ich. Aber warte, sei mal leise. Ich dachte, ich habe gerade Glas und so gehört. Nicht, dass die schon drin sind im Fort. Ah, nee, Moment. Wir sind auch im Gebiet, ne? Also eigentlich müsste es rot markiert werden, wenn die reinkommen, oder? Theoretisch ja. Also könnten wir eigentlich der Lol, seit wann ist hier dieser Kran zum Hochfahren? Haben wir nichts gesehen. Flaschenzug-Ding da. Oder wir suchen die anderen Hinweise. Weil jetzt hier abcampen will ich eigentlich auch nicht. Das ist blöd. Ich dachte halt nur jetzt, weil ich die Schüsse so nah waren, aber es kommt ja anscheinend doch keiner. Vielleicht sind die nur vorbeigelaufen oder vielleicht war es halt beim Schlechter drüben, bei der Schwettbelt-Getreidemühle oder so. Aber ich dachte halt, die Schüsse kommen von im Spinnenbereich, ne? Nee. Ja, komm, dann. Ich weiß nicht, aber ich mag nicht gegen Spinne kämpfen. Das ist jedes Mal so ein Aufwand. Aber hier fährt viel Leben. Also da ist Leben, drin habe ich viel Leben gesehen. Wo bist denn du jetzt? Ich mag hier nicht so alleine rumlaufen. Ich fühle mich hier. Ich mag das hier nicht. Ganz schlimm. Nee, mir gefällt es hier eigentlich auch gar nicht. Überhaupt nicht. Da hast du jetzt wieder gehört? Aber ich glaube, das ist ein Monster, was irgendwie. Ja. Oh, sollen wir vielleicht doch gehen? Und vielleicht die anderen Hinweise suchen und die andere. Oh! Oh! Oh, oh. Oh, wenn ich jetzt wüsste, wo, ne? Siehst du was? Nee, aber ich traue mich auch gerade das Ding wieder mich offen hinzustellen. Nee, ich gucke mal so. Oh Gott, jetzt springe ich hier hoch. Ich depp. Boah, Mist. Ich habe gerade ein bisschen Glasscheiben gehört. Nee. Gut, aber von der Anmauer können sie was nicht kommen, weil das so ein Fettsack. Also sie müssen ja irgendwo hier vorbeirennen, ne? Ja gut, aber die wissen jetzt auch, dass wir da sind. Ja gut, das stimmt auch wieder. Stimmt ja, das habe ich jetzt nicht bedacht. Gut, aber die werden jetzt auch nicht gegen die Spinne kämpfen. Nee, das werden sie nicht. Aber ich meine, die wollen ja wahrscheinlich. Aber ich denke mal, die werden und dann auch so langsam, weil die denken wahrscheinlich, dass wir drinnen sind. Deswegen habe ich Hoffnung, dass die mal hier vielleicht vorbeilaufen, weißt du, von der Mauer zum Fort halt. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich hinschauen soll, weil ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, ich auch überhaupt nicht. Wo die theoretisch kommen könnten. Auch gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich runter gucken soll zum Runden oder ob ich doch lieber rein. Am wichtigsten soll. Ist die Treppe eventuell. Ich gehe mal ein bisschen hin und her irgendwie. Das ist wieder kacke jetzt, die Situation. Ja, irgendein Viech wird doch aus. Oder die werden doch einmal Nahkampf machen müssen oder sowas, oder? Irgendeine nee, wird die doch, die doch nicht. Die anderen noch nicht. Das kann doch nicht sein, dass die anderen gar nicht auf die reagieren. Wahrscheinlich ist wieder nur jemand vorbeigelaufen, weil das hatten wir schon mal, das weiß ich. Ja, das, aber wenn die das doch auch haben, dieses... Dann wissen sie, aha, okay, da ist es ja. Das gibt's doch jetzt nicht. Die werden doch... Irgendein wir können, Viech mal. Wir haben nie Glück, oder dass sie mal bei uns bei vorbeilaufen. Irgendwie verkämpfen wir uns an den falschen Stellen, habe ich das Gefühl. Wir müssen da irgendwie.
Wir haben ja auch Angst, dass sie uns dann das irgendwie vom Gebäude innen drin irgendwie rausschießen und uns treffen. Das wäre hart. Weil wir da drin sind aus den Fenstern, weil da kann ich sehr schlecht reinschauen in die Fenster. Das wäre richtig hart eigentlich. So, theoretisch aber kann ich jetzt nur von der Seite angeschossen werden, aber da schaue ich ja die ganze Zeit hin. Ich weiß einfach auch gerade nicht, ob ich reingucken soll, also ins Fort selber, oder ob ich rausgucken soll, ob die vielleicht noch draußen sind, weißt du? Weil es ist doch ganz schön viel Gebiet das draußen, ne? Vor allem eigentlich genau dort, wo das ganze Grünzeug ist, ist das größte Gebiet. Aber das Geräusch kommt ja erst, wenn man auch in der Nähe ist vom Ort, aber nicht in diesem Gebiet, oder? Nicht in dieser ganzen Fläche, oder? Oder glaubst du Doch, 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 das ich glaube. Symbol? Ich glaube schon, dass es diese Fläche da ist, also diese jetzt rot eingerahmte. Okay. Oh, die Frau? Nee, doch Ja. nicht. Das Fuck, gibt's doch Alter, irgendwas nicht. müssen wir machen. Ja, das Ich habe gibt's schon doch irgendwie das nicht. Gefühl, die schießen auf die Spinne und wir hören es nicht und gleich ist die verbannt, ey. Kann doch jetzt nicht sein. Oder ich sehe schon, dass ich irgendwo rausgucke und direkt einen Headshot kassiere. Weil sie zufällig genau an diese Stelle gucken. Genau hin aimen. Und ich da einmal so kuckuck und dann direkt der Kann Tod. das jetzt nicht sein, dass der jetzt einfach da jetzt die Treppe hochkommt? Ich ziel hin. Boah, das wäre so Headshot. Hammer. So Fertig. die Leiter oder sowas oder Der irgendwas. andere möchte mich umgehen. Du schießt ihn in den Rücken. Oh. Das Einmal könnte so Glück. einfach sein. Also gegen die kämpfe ich jetzt ganz sicher nicht gegen die Spinne. Das kannst du knicken. Komisch auch, dass das schlechter ist, eigentlich noch nicht verbannt wird oder so. Irgendwelche Schüsse Gut, habe ein ich bisschen gerade gehört. größeres Gebiet, Aber aber. vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie andere Spieler so richtig ticken. Weißt du, es könnte ja auch sein, dass die jetzt rein sind und sagen: Oh nee, Spinne und andere Spieler. Nee, da gehe ich wieder raus und gehen zurück. Weil beim Rausgehen wird das nicht angezeigt, oder? Wenn da wieder welche rausgehen. Weiß ich nicht. Guck dir, wie. Aber die Schüsse, die sind so in der Nähe, wieso? Naja, die sind. Nee, der war gerade relativ weit weg. Weil hier draußen lebt auch jedes Monster. Das kann doch nicht sein, dass die hier lang gehen. Und Ja gut, das jedes. ist aber immer so. Also das ist ja, das würde ich mir nicht für das. Ja, das ist klar, aber. Irgendwas, dass jetzt irgendwas passiert. Die werden sich doch jetzt nicht in eine Ecke hocken und sagen, ich warte, bis die jetzt die Spinne machen. So wie wir, oder? Das kann nicht sein. Ja. Hey, niemand soll so spinnen wie wir. Ich weiß, wenn wir jetzt rausgehen. Die 100 stehen Pro. direkt vor uns mit einer Schotze, ich Ja, sag's dir. natürlich. Genau bei dem Ausgang, wo wir rausgehen oder je nachdem, was wir halt machen. Genau da stehen sie dann. Hast du die Falle da hingelegt? Ja. Das kann ja nicht sein, oder? Dass die nicht hier ein bisschen rumschleichen oder sowas? Die Pose an sich, die ist nicht mal so schlecht eigentlich. Nee, gar nicht, weil wir haben Oder eigentlich alles. tun wir uns immer zu offensichtlich an die guten Stellen hinstellen, wo sie denken, ach, da ist bestimmt jemand und gehen dann auch nicht hin oder so. Ne, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt aber, die waren jetzt. Weil wir waren ja schon schnell, ne? Weil wir haben ja eigentlich nur zwei Hinweise sammeln müssen. Na. Und ja gut, es ist aber auch ein kleines Gebiet, ne? Ach, ich weiß gerade nicht. Ich überlege gerade echt, ob ich rausgehe, so irgendwie zurück und dann vielleicht die Hinweise vom Schlechter anfangen zu sammeln, solange der nicht verbannt ist. Ich weiß, ich traue mich halt aber auch gerade nicht so richtig raus. Ich sehe schon, wenn wir jetzt rausgehen, schießen uns in den Rücken rein oder Ja, sowas. natürlich. Vor allem jetzt waren wir schon. Warte, sag mal, Leute. Ich glaube, ich habe gerade Glas gehört. Ja, Monster tritt öfters jetzt aufs Glas bei mir hier. Nee, komm, wir müssen was machen. Das ist Bullshit, dass wir jetzt Ja. hier hocken. Weil wenn sie uns dann in den Rücken fallen, dann fallen sie uns halt in den Rücken. Es ist halt so. Ich guck da noch einmal rüber. Da ist nichts. Aber gegen die Spinne will ich jetzt eigentlich nicht kämpfen. Ich dachte lieber irgendwie die Hinweise sammeln vom Schlechter in die Warte, ich gehe noch kurz in nach rechts nach Sicherheit. So, wo würden wir 105. hin? In Richtung 105 gehen wir jetzt, komm. Was soll's? Da, wo wir Ja, eigentlich okay. herkommen. Genau da, wo es die Falle ist. Hast du da mal runtergeguckt eigentlich? Ja, da, aber hab's schon aufgehört. Oh! Uppala. Okay. Toll, jetzt wollen wir was machen, Ja, weil jetzt wird man wieder unsicher. jetzt ist schon wieder vorbei, ja. Weißt einmal, wenn die jetzt durch das Wasser stapfen würden, Alter. Das ist ja so schön, die könnte man so hier wegholzen. Was?
Jetzt passiert aber was. Ganz viel Glas. Da stampft jemand, da geht jemand. Ich kann es nicht so richtig zuordnen. Ich glaube ja, dass es rechts von mir war. Schau auf Viecher, die vielleicht reagieren. Ich mag da nicht durchs Glas, da muss man vorsichtig sein. Wir dürfen jetzt keinen Mucks machen, also kein Glas, gar nichts. Also jetzt ist jemand da. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich habe die auch gerade gehört. Aber die sind halt auch ultra vorsichtig jetzt. Die werden aber auch die Mauer irgendwo hoch. Das war so lustig, ich wollte gerade eben die Bärenfalle entschärfen. Da ist 80% um abgebrochen. Aber da, ich habe da wirklich jemanden gerade schleichen hören. Ja, aber das Glasgeräusch, das war jetzt schon öfters. Da läuft so ein Monster. Ja, natürlich. Aber. So, das war schon sehr auffällig. Boah, also eigentlich irritiert mich das mehr. Das bringt mich eigentlich nur noch mehr dazu zu campen, dieses rote Zeug. Also diese rote Hinweis. Das stimmt eigentlich, ne? Dieses das sollte jetzt eigentlich, ja. Das sollte eigentlich Anti-Camping, das bringt mich eigentlich nur noch mehr dazu, dass ich noch mehr campe. Und mich noch weniger. Es ist leider wirklich so. Moment. Jetzt war ich mir gerade nicht sicher, ob ich jemanden sprinten gehört habe. Schön wäre ja ein Nahkampf, ne? Wenn wir das hören würden. Boah, es tut sich immer noch nichts hier. Das kann doch nicht sein. Beim Schlechter auch noch nichts. Das ist auch ganz komisch. Oh. Okay. Tja, jetzt hat sich das mit den Hinweisen auf erledigt. Also, ich glaube auch keiner traut sich gerade so richtig, die Spinne zu machen. Weil ich habe halt echt gar keine richtigen Waffen gegen die Spinne zu kämpfen. Und ich weiß, dass da einfach andere. Sollen wir langsam vielleicht mal runtergehen und mal gucken? Vielleicht. Ja, weil irgendwie, das bringt es auch nichts, wenn man da 40 Minuten wieder rumhocken ich geh mal runter. Sollen wir zusammenbleiben, sodass die Panik kriegen, wenn sie uns beide sehen? Aber trotzdem schleichen vielleicht? Das ist aber auch blöd, da kriegen wir einen direkten Schuss in den Kopf, wenn ich schleiche. Ja. Sollen wir reingehen, oder? Oh Mann, oh shit, ich muss gleich niesen, nein. Nein, Nase, hast dich zusammen. Es geht gerade gar nicht. Fuck, jetzt habe ich Tränen in den Augen, jetzt sehe ich alles verschwommen. Fuck. Jetzt kommt Spieler. Es kann doch nicht sein, ehrlich. Weißt du, jetzt laufen wir genau dort, wo wir eigentlich wollten, dass die laufen. Und wenn die jetzt auf der Mauer stehen. Jetzt stehen die gleich oben, jetzt stehen die gleich oben, ich sag's dir. Ich glaub's auch. Ich gehe jetzt mal hier rein. Oh. Boah, Gottes Willen. So, kommen wir zu. Aber das kann doch nicht sein, dass so viele die ganze Zeit hier reinkommen, oder? Das wäre ja jetzt schon das dritte Team jetzt eigentlich. Oder zählt das pro Person? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Alter! Oh. Oder gehen die. Oh, hier wäre eine Lootbox. Kannst du dir. Oh mein Gott, hier ist ein Fett. Ah! Aua! Das ist nicht gut, jetzt müssen wir Nahkampf machen. Oh mein Gott! Jo. Betten, jetzt kommt Gegner. Das wäre so standardmäßig. Lol, Alter, jetzt reißt euch mal. Okay, krass. Boah, ich kriege gerade ein bisschen Panik. So. Ja, das ist gerade ungut. Was ist hier? Nein, nicht aufheben. Lol, hast du schon mal die erhängten Leichen hier gesehen? Nö. Hä, sag mal, sind wir jetzt bei der Spinne? Also hier war ich ja noch nie. Nee, irgendwie. Lol, wo sind wir hier? Lul. Diesen kleinen Durchgang habe ich noch nie gesehen, irgendwie. Also ich bin ja schon öfter solche Durchgänge, aber hier, das Nest hier, das mit den Gefangenen und so, habe ich auch noch nie gesehen. Aber das war jetzt so oft, sagen wir, die sind doch die ganze Zeit rein und raus gegangen in dem Gebiet. Anders kann ich dir das nicht erklären.
Lol, hier sind wir wieder draußen. So, links. Ja. Links ist hier das freie Feld. Und da geht's die Treppe wieder hoch. Sind wir eigentlich einmal rumgelaufen? Ach komm, geh mal reinkämpfen gegen die Spinne, was soll's. Oh, Alter, hat der mich jetzt erschrocken. Oh, leck mich immer. Leck mich am Pimmel. Ich leg hier mal eine Falle hin, also nicht reinlaufen. Okay. Nicht leichter als das. Da ist die Falle. Denk dran. So, jetzt gehen wir zu... Ey, das kann doch nicht sein, ohne Witz. Die haben jetzt sogar den anderen gekillt. Mit die jetzt runtergehen, weil die Spinne noch nicht verbannt wurde. Fressig im Wesen, ey. Obwohl, dann könnten wir die abfangen, killen, oder hätten wir unsere Beute und können rausgehen. Ohne... Ja. Es klingeln. Ist das jetzt so eine Klingel, die man auslösen muss? Ich denke, oder? Weil so ein Geräusch hört man nicht oft. Wo war die? Weißt du das? Ach Gott. Alter, wie oft? Ja, so Richtung 135, würde ich mal sagen. Genau wieder dort, wo wir eigentlich waren, ne? Das gibt's nicht, dass die hier nicht... Das ist wirklich die Klingel. Nur wo war die Klingel? Ich weiß es nicht. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn du die Map kennst, ne? Komplett. Ja, das ist dreist, was die machen. Ey, sag mal, dieses Rote, das nervt mich richtig hardcore, ne? Also aktuell vom Winkel her sieht sogar aus, als würde sie runterkommen, glaube ich, anders. Ja. Ach, je. Da überlege ich halt echt, ob ich warte, ob die da sind oder dass wir gegen die kämpfen. Das wäre mal was anderes, mit Absicht gegen Jäger zu kämpfen, anstatt gegen Boss. Oh, jetzt hat jemand Nahkampf gemacht. Das habe ich gehört. Eine Frau hat Nahkampf gemacht. Ja, eine Frau, das habe ich... Da bin ich mir echt fast sicher. Doch. Oh ja, ich auch. Ja, jemand ist hier. Dann bleiben wir zusammen. Lauf nicht in die... Ah, da! Ich lauf hin. Hab ihn getroffen. Wow, shit. Du hast den angelockt. Ich muss kurz Blutung stoppen. Scheiße, ich hab Leben verloren. Oh, Alter, der hat richtig Damage gemacht. Warte kurz auf mich, ich muss mich kurz heilen. Vorsicht, da könnte hier noch eine. Ah, scheiße, ein Dreck. Der ist hier irgendwo bei mir unterhalb. Ich komm zu dir. Was unterhalb? Bleib Vorsicht, genau da, wo ich jetzt unter mir irgendwo. Dann gehe ich wieder runter. Oh, dass ich da wieder keinen Headshot gemacht habe. Das ist ärgerlich, ja. Wo ich gerade bin, ist scheiße. Können einfach rüberlaufen, Glück ist das. Unter dir. Da ist aber niemand. Ja, also ich weiß nicht, der ist halt wieder ein bisschen weggelaufen. Also wo er genau ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt sind wir aber auch wieder so getrennt, ne? Das ist. Ja, getrennt ist es jetzt nicht, aber. Ja, aber du weißt, was ich meine. Soll ich wieder runterkommen? Nee, kannst auch oben bleiben. Ich schau halt, dass er nicht von hinten, vielleicht von unten kommt. Aber hast du nur einen gesehen oder eine? Einen gesehen, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine Frau war, was ich gesehen habe. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal die Pistole in die Hand. Hey Leute, wo ist der hingelaufen? Ich weiß es nicht. Kann doch jetzt nicht sein. Können wir jetzt verschwunden sein? Die Klingel wieder. Boah, wie dreist. Die kommen. Oh, die sind gleich da. Die anderen. Oh, shit. Jetzt geht's gleich richtig rund hier. Sollen wir doch zusammenbleiben? Boah, ich weiß es nicht. Die eine ist ja richtig dreist mit den Klingeln.
Ich komme zu dir hoch, vielleicht können wir uns dann gut verteidigen. Ich komme hoch schnell. Kommen hier von dieser Richtung an. Die kommen von so 300, 315 da in der Richtung. Ach, hier ist auch eine Klingel. Ja. Kannst du ein bisschen schauen, dass das Treppe nicht hochkommt irgendwie? Das ist halt der Fette, ne? Das ist doof. Oder welche Treppe meinst du? Andere Treppe, wo du gerade rübergekommen bist. Oh, jetzt geht's richtig schon. Okay, da sind's auch schon. Siehst du wen oder was? Oder was meinst nee. Du? Nee. Boah, jetzt ist der Nebel halt echt wieder kontraproduktiv für uns irgendwie. Ja, klar. Boah, ich wüsste es gern. Alter, wieso schießen die so viel drum? Ich weiß es nicht. Oder die eine ist drin und kämpft gegen die Spinne. Nee, hallo, die Schüsse sind direkt vor uns. Ja, die Spinne ist ja direkt vor uns. Alter. Das ist doch. Das hörst du doch, wo die Schüsse herkommen. Die kommen da auch Richtung 300. So. Alter, ungefähr, oder? Ich schau trotzdem mal. Schlüssel auf, ja. Die eine Leute die ganze Zeit die Klingel, ne? Aber dass man die auch nicht zufällig mal irgendwo vorbeilaufen sieht, das ist doch. Ich kann da nicht so richtig gucken, weil ich da jedes Mal ein Glas reinlaufe und dann weckt das den Fetten. Das ist richtig suboptimal. Die sind immer noch da hinten. Oh, dieses Glas, das nervt mich hier oben. Das liegt hier überall. Das stimmt, ja. Ja, wo sind sie denn jetzt? Du musst aufpassen, nicht, dass da plötzlich einer steht, ne, und du siehst ihn nicht und der dir ganz gemütlich einen Headshot reindrückt. Oh ja, stimmt eigentlich. Weil nicht, dass er auch so lang läuft wie wir. Ne, wohl, der dürfte mich hier eigentlich nicht sehen, wenn ich hier so. Oh, aber quer. Also ich lauf eh schon richtig hardcore rum, ne, hin und her, weil ich die ganze Zeit Angst habe, weil wir hier so offen sind eigentlich. Alter. Ne, ja, wir sollten vielleicht woanders hin. Nee, die Pulse ist ja an und für sich nicht schlecht, weil hier, das hören wir erstmal, weil der Fette da ist, der wird den sofort angreifen. Aber hier ist halt, wenn ich hier stehe, um die Treppe zu bewachen, dann kann er mich jederzeit... Könntest du von hier hinten, halt. Ja. Ja, aber hier hinten ist die ganze Zeit Glas, da lampere ich die ganze Zeit vom Glas, ey. Wenn ich... Ich muss kurz gucken. Kommen die zu uns oder gehen die zum... Ach, die gehen zum Ausgang, die anderen. Ach, jetzt gehen sie zum Ausgang. Ja, haben wohl doch keinen Bock irgendwie. Nee, ja, vielleicht wollten sie nur... Haben wohl gedacht, da ist vielleicht keiner... Ja, vielleicht wissen die ja gar nicht, wo die Spinne sind. Ist. Sollen wir mal schießen? Vielleicht lockt es sie an. Wow, achso. Okay. Alter, diese Spinne, die, das ist jetzt hart, ne? Jetzt gehst du in Glas. Wieder die Klingel. Wenn ich halt jetzt wüsste, wo die Klingel ist. Ja, hier ist eine und wahrscheinlich genau auf der anderen Seite. Ne, das ist halt jetzt die Frage. Ach, aber toll, ich habe eine Schwarmbombe gezogen vorhin. Ach, ja, so. Ich habe auch eine Schwarmbombe und eine Haftbombe. Haftbombe ist auch nicht schlecht. Ich will halt den Fetten... Ich überlege, ob ich da rüberlaufen soll. Glaubst du, da drin ist es vielleicht einfacher zu verteidigen irgendwie? Ich glaube nicht, aber ich habe aber ehrlich gesagt Angst. Gib mir mal ganz kurz Deckung, ich lauf mal hier. Wo soll ich eine Deckung geben? Von welcher Seite? Gute Frage, ich lauf rüber. Wow, okay, da geht's dann gleich rein hier. Okay, Konzentration. Ah, aber hier kann man vielleicht auch gut verteidigen hier oben. Soll ich reinkommen? Oder wohl? Ich schau grad. Alter, jetzt dachte ich, dass die Spinne extrahiert wird, ey. Oh, das wäre jetzt hart gewesen. Verbannt wird, meine ich, nicht extrahiert. So, ich laufe jetzt auch mal zu dir, was soll's, ganz ehrlich. Ja, komm. Jetzt bam, Headshot. Gut, ich glaube, die Spinne ist wieder hier unter uns. Kann man da noch höher gehen, irgendwie so? Upp. Hier unten? Voilà.
Ist die Spinne da? Achso, nee, ein fetter. Oh, da ist eine Kasse. Sollen wir die Kasse öffnen? Yeah. Ich überlege gerade, ob ich hier mal rausgucke. Vielleicht sehe ich ja mal jemanden. Du musst das so viel ab, ey, man. Oh! Wow! Von wo? Diese Richtung. Okay. Das ist wieder klar, weißt du, ich sehe ihn, wir finden ihn nicht, wir suchen direkt und die sehen uns wieder. Warte, da war doch irgendwo Leben, oder? Boah, der war aber nicht oben, sondern eher unten, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es nervt mich wieder, ey. Fuck, hier war doch irgendwo Medic, das war hier, glaube ich. Ich sehe den einfach nicht. Das nervt mich gerade richtig hardcore, Alter. Oh. Ich habe halt Angst jetzt, wenn ich wieder rausschaue, dass du mir da... Nee, nicht rausgucken. Der, nee, bei der aimt einfach nur die Fenster ab und wir müssen ihn draußen erstmal suchen, weißt du? Wir wissen kein bisschen, wo der ist. Brauchst du nicht machen. Das ist Bullshit. Müssten, wenn dann, die komplette Stellung ändern. Also nochmal runtergehen, ja, auf der anderen Seite... Aber ich glaube auch, dass er eher unten war, weil oben habe ich eigentlich alles abgesucht. Dachte ich. Ich habe alles abgeaimt. Natürlich, weißt du, natürlich ist ganz klar. Ich gehe wieder runter. Hier oben ist nichts. Ja. Dass er da, natürlich, dass ich nicht das abaime, wo er ist. Dass ich fress doch einen Besen, ehrlich. Der mit seiner scheiß Glocke, ohne Witz. Warte, beschütze mich mal ein bisschen. Warte, wenn ich jetzt die Leiter runtergehe, bin ich wahrscheinlich im Spinngebiet. Ja, genau, okay. Ja, aber der ist auch nicht blöd, ne? Die fangen die Spinne auch nicht an. Ja, aber es wäre jetzt cool, wenn die Spinne hier einfach vorbeilaufen würde. Ich überlege gerade, ob ich ein bisschen kämpfen soll gegen die Spinne. Ja, gegen, da ist er doch. Haha, ich hab's erwischt. Die hat durch die Wand geguckt, gerade hier. Das meine ich. Ah, okay. Die Beine, die Beine haben rausgeschaut. Was hast du geschossen? Hm? Mit der Martina Henry? Ja. Nice. Wollen durch die Wand auch noch? Ja, gut, der Bein hat rausgeschaut und eigentlich habe ich sein Bein erwischt und nicht die Wand. Also, das war nicht durch die Wand. Also, ich habe schon sein Bein hat durch die Wand rausgeschaut. Das war halt verbuggt gerade. Glitching. Ich muss aber aufpassen, nicht, dass sie jetzt oben von der Leiter irgendwie runter gucken und dann... Sind die... Kommt man da rein? Ja. Sie kommen da durch einen Aufzug da irgendwie wieder hoch. Weil ich gucke eigentlich gerade hier, dort wo halt wir gekommen sind, ne? Das ist... Da gucke ich halt gerade. Ja. Der mit der Glocke, ohne Witz, wenn ich wüsste, wo die Glocke ist. Weißt du, und vor allem der erwischt mich wieder volle Rotze. Es hat mich eigentlich gewundert, dass es kein Headshot war, ehrlich. Das wäre echt standardmäßig gewesen. So, bam, Headshot. Und die hätten mich dann auch wieder gepusht. Ich weiß echt, also gerade die Runde, ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil die wirken mich für mich nicht doof. Also nicht schlechte Feinde. Ja. Und die sind sehr geduldig auch. Und dreist. Das ist schlecht. Auch noch gleichzeitig. Ich weiß immer wieder die Glocke machen. Und ich habe einfach keinen blassen Dunst, wo die sind, ne? Das ist mein allergrößtes Problem. Oh, Alter. Aber vielleicht, wenn wir die ganze Zeit ein bisschen schießen, denken die, dass wir gegen die Spinne kämpfen und dann... Das ist meine Hoffnung, dass sie da vielleicht dann ein bisschen nervös... Obwohl, die warten wahrscheinlich einfach ab, bis... Ach, ich weiß nicht, kann. Ich weiß halt keinen blassen Dunst. Eine Falle haben wir hier nicht, oder? Nein.
Aber oben schaue ich nicht raus, den Gefallen tue ich denen nicht. Nee. Habe ich letztes Mal schon gemacht, den Fehler. Komm, Spinni. Komm, Spinni. Ich laufe mit, also nicht wundern, ich laufe mit Absicht die ganze Zeit ein bisschen im Glas hin und her. Damit sie denken, dass wir laufen oder so. Die ganze Zeit hin und her. Dass aber auch nicht durch Zufall mal hier langlaufen oder so, weißt du, so an, auf unserer Seite, weil die können ja auch nicht wissen, wo wir sind, oder? Also die kennen halt die Karte ganz gut und wissen so ungefähr, wo man sein könnte. Weißt aber, dass ich sie nicht sehe, dass sie mich immer wirklich dorthin zielen, wo ich rausgucke, um die zu suchen. Das ist genau, wenn ich jetzt hier rausgehe, um einmal da vorbei zu luchen, kriege ich erstmal richtigen Headshot ab. Und fall noch runter und dann hast du sowieso die Kacke am Dampfen hier. Ah, Spinne, komm wieder zurück. Scheiße, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mal hochschauen soll, vielleicht. Dann steht er vor dir und gibt einen Headshot. Ja, das wäre auch so typisch. Also gerade die Runde, die ist irgendwie kacke irgendwie. Ja, darum überlege ich gerade, ob wir einfach YOLO-mäßig jetzt was machen sollen und... Wenn es nicht funktioniert, ist es halt so, aber irgendwie habe ich keinen Bock, dann noch lange weiter rum zu warten. Ich bewege mich mal hier lang. Ich überlege echt gerade, ob ich runtergehen soll gegen Spinne kämpfen. Nein! Krass ist halt, dass die anscheinend mich sehen, weißt du? Ich sehe gar nichts, bei mir ist alles nur weiß. Und die Pisser sehen mich. Hier muss der irgendwo sein, weil hier habe ich einen Schaden bekommen. Bin ich jetzt von hinten sichtbar? Nee, eigentlich nicht. Da ist halt der Fettklopsi. Der schreit schon, wenn da was ist. Aber das sind die, interessiert es auch nicht, ne? Die haben irgendwie anscheinend alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Da ist noch eine Glocke! Aha. Wie viele Glocken gibt es denn hier? Also zwei weiß ich jetzt. Das ist jetzt die dritte, oder? Und ich glaube, da hinten, wenn ich mich nicht ganz irre, ist da hinten noch eine Glocke. Und von dort auch wurde ich angeschossen. Das heißt... Ja, die bewegt sich sogar, die Glocke. Also ich glaube, der ist dort. Aber ich sehe es nicht, weil alles weiß ist, weißt du? Aber ich habe, glaube ich, die Glocke bewegen sehen. Die hat sich hin und her bewegt. Könnte es einfach auch lustiger als einfach mal hinschießen, ey, wenn es das nächste Mal sich bewegt. Einfach ein bisschen drunter irgendwie da, wenn du Seil oder so. Es wäre so geil, wenn du dem einen Headshot geben könntest. Glaube ich nicht. Ich wundere es, dass ich die Umrisse nicht sehe. Oder wenn du es wenigstens triffst, dass er unsicher wird, das ist irgendwie sowas. Dass die Spinne hier aber auch nicht vorbeikommt, ey. Ich hab die Spinne mal angeschossen, die Beine haben gerade rausgeluchert hier. Jo, passt. Lol, die luchert immer noch raus. Das ist übel, wie laut die Martini Hände hier ist, ne? Lol, Alter. Aber damit verrate ich meine Position, das ist ein bisschen blöd, aber naja. Ich helfe dir dabei. Er hat mein Mündungsfeuer jetzt wahrscheinlich gesehen. Ja, ein bisschen aufpassen. Ja, bald haben wir es, also die Hälfte haben wir ja schon fast. Das war jetzt eine andere Glocke. Die ist es nicht, die ist es auch nicht. Also da muss da noch eine sein, oder? Die war direkt, ich glaube die Spinne ist gerade eventuell gerade durch was durchgelaufen.
ist ja so, dass der. Da gerade jemand! Ja, das kann durchaus sein. Aber das ist Holz, was so war, oder? Alter. Es würde ja die ganze Zeit rumgehen, oder? Das ist die scheiß Spinne, die diese komischen Geräusche von sich gibt. Boah, ich bin grad. Das ist ein Geräusch. Das war, glaube ich, doch die Spinne. Ach, da war wieder die Spinne, hat wieder rausgeluchert. Nee. Oder bist du gerade gerannt? Ich bin gerade gegangen, ja. So. Ah, scheiße. Wieder nicht erwischt, die Spinne. Das war die Spinne, glaube ich, wieder. Hm. Ja, aber ist dann da. Das sind so klar. Ich habe wieder auf die Spinne geschossen. Also wenn ich schieße und die Spinne verliert Leben, dann gucken nur die Beinchen raus. Aber wir prasseln halt auch ein bisschen die Munition. Ja gut, aber ich glaube, die hat ziemlich viel Munition. Ich hab noch genug Schuss, ja. Ja, die Martini Henry hat echt viel Munition an und für sich. Also 17 Schuss habe ich noch und dann habe ich hier noch überall Munitionskisten oder so. Ja, es ist halt immer die Frage, vielleicht ist der eine auch schon einfach nur wieder gegangen und hat einmal geschossen und traut sich auch nicht und deswegen hat er gesagt, nee, kein Bock und ist wieder gegangen. Weil es gibt's anscheinend ja solche Spieler, ne, so, die dann irgendwie sich nicht trauen oder zumindest nichts machen und dann doch gehen. Und dann sind die anderen einfach durchgehend nur nervös. Interessant wird's nur, wenn die Spinne dann tot ist, weil sie es wirklich schaffen, die zu töten, wo die liegt, ne, die müssen wir dann irgendwie verbannen. Das ist dann problematisch. Aber wenn wir nicht mehr so richtig aktiv gegen die kämpfen müssen, ist das ja schon mal ein Vorteil, ja. Das ist ein mega Vorteil, hallo. Wir haben jetzt schon fast die Hälfte des Lebens abgezogen, oder? Ja. Könnt sich ruhig hier nochmal rausbacken, meines Erachtens. Ja, ich hätte nichts dagegen. Also ich wünschte gerade echt, dass es nicht so neblig wäre. Muss ich ehrlich sagen. Also gerade der Nebel, den nervt ein bisschen. War doch eine Fehlentscheidung, mit dem Nebel zu schwimmen. Ja. Das ist schon. Oh, Alter, nur noch 17 Minuten, ne? Also der eine Typ ist auch sehr geduldig. Es wird wieder eine sehr lange Runde und eine sehr camplastige Runde. Oh, ja. Ich finde es voll lustig, dass sie sich immer so rausbackt. Nein! Jetzt genau, als ich geschossen habe, ist er weggelaufen. Ich habe halt nur ein bisschen Angst, weil ich hier halt wirklich sehr, also die ganze Zeit eigentlich nur an einer Position bin. Ich bewege mich so ein bisschen hin und her, aber ich bin halt doch leichtes Opfer, wenn der mich mal sieht oder weiß, wo ich bin oder mein Mündungsfeuer sieht, weil ich bewege mich ja noch nicht weg, ne? Braucht er nur ganz geschmeidig und geduldig dahin ziehen, bis ich dann noch einmal vorgucke. Ja. Wir da einen Headshot reindrücken. Also er weiß jetzt, wo wir sind. Er weiß jetzt, dass wir ab und zu auf die Spindel wahrscheinlich schießen. Ja, ich weiß, das weiß ich nicht, weil da, ja gut. Aber da, ich finde das so krass, weil eigentlich dachte doch, was machen, wenn wir gegen die Spinne kämpfen würden, oder? Es hört sich ja fast so anders, dass wir gegen die Spinne kämpfen. Ja gut, wobei, da wird man wahrscheinlich mehr schießen. Na. Wow, ach Gottes Willen, ey. Jetzt hat sich die Spinne so durchgebacken, jetzt habe ich gedacht, da steht jemand oben auf der Treppe, Leiter um. Ach so. Oh, lecker. Ah, ja, ich habe da nur so einen schwarzen Fleck gesehen. Die Leiter, die ist immer noch, gefährlich, also die oben über dir. Ja. Da ist immer, halt noch, da ist immer noch eventuell die, höhere. Das ist immer noch die Schwachstelle, ne? Nein, komm wieder zurück. Scheiß Spinne, komm. Ich mag halt jetzt echt vielleicht schaffen, die Trophäe von der Spinne zu kriegen, damit wir den sehen. Das wäre so toll. Und vor allem, ich glaube, der ist alleine, habe ich das Gefühl. Weil irgendwie. Ah, der ist da! Was? Tot! Was? Tot! Glaub ich. Wo war der? Hier! Hier? Die Frau mit Hut, ja? Holy shit! Aber schau noch ein bisschen um. Hier? Ach, der von hier gekommen! LOL.
Alter, das war ein Glück. Dass du genau, boah, in dem Moment hingeguckt hast, oder? Das, ja, ich hab in dem Moment hingeschaut. Der wie viel Glück. Ich hatte Glück. Ich hatte in diesem Spiel einmal Glück. Geil. Jetzt haben wir aber auch nicht mehr. Ich guck mal kurz. Also du kämpfst jetzt mal gegen Spinne. Ich. Alter, der hatte ja so viel Freiraum, Alter. Der konnte sich hier so krass bewegen. Aber ja, ich glaube, der wurde ungeduldig wegen der Zeit und das müssten wir jetzt auch langsam werden. Aber dass der so viel Glück hatte, weil das sind überall Fettklopse und. Sollen wir die Leiche mal verbrennen? Sicherheitshalber? Hast du. Oder sollen wir die einfach liegen lassen? Da ist eine Laterne, aber das hat nie was gebracht, glaube ich, ne? Aktuell weiß ich es nicht. Ich werde jetzt einfach mal gegen die Spinne kämpfen, okay? Ich gehe runter. Aber ich glaube ehrlich, kann ich mit einer Laterne Leiter runtergehen? Ich gehe da auch mal runter. Weil wir müssen jetzt, also jetzt kein. Es ist halt so. Hier ist auch nochmal Munition. Boah, hier unten wäre es schon hart gewesen, weil. Obwohl hier ist zu. Wow. Wow, Feuer. Ja, das war ich. Sorry. Aber ehrlich. Oh ja, sie läuft durch. Perfekt. Alter, die ist so schnell, ey. Oh, shit. War noch gut erwischt. Aber ich glaube, hier kommt sie nicht rein, oder? Oh. Guck mal hier, wenn du immer hier rausgehst, dann. Wenn du hier rausgehst, erwischt sie dich, glaube ich. Ja, komm hier raus. Ist hier vielleicht Leben? Oh, hier ist nur Muni. Die kommt hier nicht rein, oder? Bin mir nicht sicher. Obwohl, stimmt, hier ist man außerhalb vom Kampfding, ne? Ja. Muss ich mich kurz heilen. Alter, die ist so flink, ich dreh das kann nicht. Also ich mach nur so. Oh, LOL! Holy shit! Holy shit! Ich hab's. LOL! Alter, das war jetzt unerwartet. Ist tot. Ja, ich hab's erwischt. Oh, Alter! Mich hat's gerade so gerissen, Alter, wie die Ecke gekommen. Ja, mich auch, Alter. Mich hat's gerade so erschrocken. Holy moly, Alter. Ich weiß gerade nicht, Martin, die Hände rumlaufen im Nahkampf hier, oder? Ja, ich weiß nicht, ich blick auch schon mit meiner, weil die Caldwell, oder wie auch immer die heißt, die ist schon stark, ne? Die ist im Nahkampf, weil die kann auch schnell vor, also, was heißt schnell, aber... Ja, wenn man das noch fächern hätte, wäre es natürlich richtig. Ja, fächern wäre heftig. Oh, der instant dood. Hier wäre nochmal Muni, hier draußen. Gut, aber eigentlich, ich habe gar nicht so viel gebraucht. Nee, ich habe auch ziemlich viel noch. Ja. Ah, der hat mich richtig genervt, der andere Jäger, ne? Ich bin so froh, dass wir den erwischt haben. Hätte der uns beide erwischt, das hätte mich so genervt, wir wären alles für die Katz gewesen. Also es war nicht ganz umsonst jetzt das ganze Gecampe und dieses ruhige Spielen. Ja, aber es könnten eventuell... Obwohl, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir andere Leute hatten, ne? Das wäre schon hart, wenn jetzt noch welche kommen würden. Eigentlich kannst du nur hier und von oben kommen. Und von hier und von hier und von hier. Weil wenn sie da durch die Tür gehen, hören wir das. Also sie müssen es aufbrechen. Aber ein Fenster ist auch da, denk dran. Dieses Fenster, da könnte Fenster aufmachen und durchs Fenster klettern. Das hören wir nicht. Also nur kurzes Fenster, aber. Wir müssen mal aus da links, oder? Eisenhütte Ausgang, oder? Weil wir müssen echt dann raus. Wir müssen dann fast wieder durchrushen. Ja, Eisenhütte, ja. Weil wir sind noch nicht mal bei 50, oder? Ja, das wird ganz schön kritisch knapp. Deswegen hat der andere wahrscheinlich auch angegriffen. Weil die Zeit so knapp wurde. Boah, stell dir mal vor, du hättest da nicht hingeguckt. Der hätte dich mit einem Hit rausgenommen. Und ich hätte es falsch verstanden, weil ich dachte, der ist oben. Ich wäre reingeraten und hätte erstmal nach oben gezielt. Oh mein Gott. Das wäre echt gewaltig schlimm gewesen. Holy moly. Ich überlege gerade, ob ich das Kleinviech töte dabei. Ja, es könnte aber so eine kleine Alarmanlage für uns sein. Du traust dich. Ja, irgendwie fühle ich mich gerade sicher, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also aktuell. Ja, aber wären noch andere da gewesen, die hätten doch da bestimmt irgendwie angegriffen. Ja, die wären ja schon lange da. Also so geduldig, das wäre jetzt. Das wäre hart, der andere war ja schon geduldig. Ich suche hier ein bisschen ab. Munition nochmal, meine Munition ist voll. Alles klar. Jetzt finde ich keinen mehr. Lol. Ach, da hinten ist einer. Die Falle entschärfe ich. Ja, die Falle lasse ich mal. Bäm, stirbt dran. Was hast du denn das geworfen? Eine Haftbombe, Alter, die dauert ja ewig, bis die zündet.
Oh, der andere Spieler ist wieder da. Ui, Alter, da hat wirklich irgendwas geschrien. Wie am Spieß. Hey, lol, irgendwie sehe ich keine... Bin ich bescheuert? Hat der doch alles vernichtet? Wie schaut's aus? 99%, ich komme mal schnell zu dir. Ich sehe nix. Ah, komm mal runter. Also Richtung 270, sagen wir mal. So, auf geht's. Los geht's. Was, 270 hast du gesagt? Ja, einfach da über den Balken drüber. Sehr schön. Ciao. Oh, da wären Vetter gewesen noch. Ach, oh, da wären zwei Frauen. Lol, das ist voll daneben gesammelt. Ah, ich bin daneben. Ich schau lieber nochmal. Ne, nichts. Ja, aber die Runde war jetzt auch... Ich weiß nicht, die war... Ja, natürlich war es erfolgreich. Erfolgreich, ja, kann man nicht abstreiten. Ja, aber es war sehr langweilig. Ja, langweilig jetzt vielleicht nicht. Es war eigentlich war schon spannend an und für sich. Ne? Ja, schon, aber jetzt, wenn man zuschaut, glaube ich... Ja gut, das ist aber Hand. Das, also damit, ich glaube, damit sind sie schon... Haben sich meine Zuschauer schon abgefunden. Ja, ja. das meine ich jetzt nicht, aber ich meine es sehr langwierig. Aber es hat sich ausgezahlt, weißt du? Es hat sich ausgezahlt. Ja, weil wir einmal Glück gehabt hatten, jetzt am Schluss doch nochmal. Ja, das war wirklich fast Glück, ne? Weil wenn du überlegst. Wenn du da weggeguckt hättest. Aber in der Sekunde genau rumgedreht, wie er um die Ecke kommt, ey, ist so viel Glück. Und dann halt gleich ein Headshot auch noch. Oh. Ich fühle mich so gut. Aber da musst du dir aber musst du auch überlegen, wie viel Glück der aber auch hatte, und zwar genau da lang zu gehen, wo ich nicht hingezielt habe, weil ich habe ja fast, ich habe echt viel abgeaimt. Das habe ich nicht abgeaimt. Und ich habe da ja eigentlich auch noch richtig Glück gehabt, weil ich da habe mich da sehr selten hingeschaut zu dieser Tür. Da habe ich echt selten hingeschaut. Eher nach oben, ne? Aber der ist auch gut, aber der ist auch gut vorbeigeschlichen, ne? Also ich habe kein Holz und so gehört, also das muss ich auch sagen. Ja, also der ist auch die über die Leiter oder sowas, ich verstehe an der Tür, dass er so jetzt gut hingekommen ist. Vielleicht war er ja schon oben. Oder er hat den Skin, diesen Perk drin gehabt, dass er klettern und so leise ist. Ja, das könnte sein. Das könnte auch sein, ja. Ja, aber dann war es echt nur noch deine Typ, der da allein war. Ja, anscheinend. Ja, deswegen hat er wahrscheinlich noch so Angst gehabt, aber der war mutig, also das muss ich ihm auch lassen. Alleine wäre ich da nicht... Na gut, da wegen was hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wäre ich rein gewesen. Ja, gut. Ja, rausgegangen wahrscheinlich. Nee, aber war erfolgreiche Runde, wir haben die Beute. Du hast einen Kill. Also, zurzeit machst du alle Kills, ne? Holy moly. Du hast jetzt in letzter Zeit 5 Kills gemacht, die ich nicht hatte. Na ja, gut, aber dafür warst du ja dann vor mir mal... Da hast du eine richtige Killstreak gehabt mit 6 oder so. Ja, das weiß ich auch noch. Das ist so lustig, das findest du abwechseln eigentlich. Ja, jedes Mal. Du, einmal ich. Oh, aber der Sterben muss nicht abwechseln, da sterben wir meistens. Aber die letzte Folge, die war so heftig, Alter, die werde ich nie vergessen. Die war geil. Die war so übel. Tja. Ladebildschirm, wow. Was ist denn jetzt? Ladebildschirm, wehe, das hat sich jetzt aufgehangen. Ich hab da immer bei... das Rädchen dreht sich wieder. Ja, weil es sich immer aufhört zu drehen, teilweise. Und dann ist keine Musik und dann denkst du immer, dass das abgeschmiert. Yeah, yeah, yeah. Ja, schon gute Punkte gemacht hier, allein mit der Spinne. Oh, dieser Zeitbonus, oh yeah, krass. Oh ja, den bringt's voll. Aber es wäre interessant gewesen, was passiert, wenn wir mit der anderen Beute runter zu uns gekommen wären. Das wäre echt interessant gewesen. Da wäre es spannend gewesen, glaube ich. Holy moly. Da wäre es komplett vorbei gewesen. So, wie viel Blutlevel werden wir wohl aufsteigen? 1 wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. 41 und dann nicht weiter. Wenn überhaupt. Kriegen jetzt wahrscheinlich 500. Ja, wir kriegen aber knapp 750. Ja, genau. Ja, 57, ja doch. Ja, genau. Grad zu 41. Meine Güte.
Ne? Ja, eben nicht. Oh mein Gott, ja, bei mir noch nicht, ne? Weil du bist ja ein bisschen höher. Ne? Stimmt, weil mir fehlen 25 Punkte jetzt. Oh, wie bitter. 25. Komm. Das ist echt bitter, holy moly. Naja. Naja, wenigstens haben wir mal wieder eine schöne Runde gewonnen und damit bedanke ich mich auch direkt fürs Zuschauen in dieser sehr langen Runde. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge. Genau. Dann tschüssi. Ciao, Kowski.